Ich heiße Volker Buckler und arbeite als Software-Applikateur bei der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH. Meine Tätigkeit ist das Programmieren von Steuerungen im Maschinenbau. Mein Werdegang hat in der Hauptschule begonnen. Im Anschluss an die Hauptschule habe ich die Realschule gemacht und habe dann eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung begonnen. Im Anschluss daran habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Wir hatten relativ viele Informatikvorlesungen und habe dann auch meine Abschlussarbeit in diesem Bereich gemacht. Bei Bosch wollte ich arbeiten, weil mir einfach das Arbeitsklima am besten gefallen hat und habe gezielt dort nach Stellen geschaut. Ich denke, der Türöffner für Bosch war zum einen die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker und die vielen Praktika und Werkstättentätigkeiten während meinem Studium. Die meisten meiner Kollegen haben Maschinenbau studiert, Elektrotechnik oder Mechatronik. Und ich bin der einzige Wirtschaftsingenieur. Ich bin als Quereinsteiger im Prinzip hier in das Team eingestiegen. Meine Praxiserfahrung hilft mir in dem Sinne, dass ich die Anlage verstehe. Ich verstehe das Zusammenspiel zwischen den Geräten, den Steuergeräten und den Aktoren sowie Sensoren. Spannend bei uns im Job ist es eben, die Software mit der Hardware zu vereinen. Mich fasziniert, dass wir auf dem leeren Blatt Papier anfangen, zu sehen, wie mein Code funktioniert und dann am Ende im Prinzip eine funktionierende Anlage haben, die Teile verarbeiten kann. Mein Motivator ist das Team. Hätte ich jetzt nur einen Job, an dem ich den ganzen Tag am PC sitze, wäre das nichts für mich. Also das Menschliche, ich glaube, das spielt überall eine Rolle, in jedem Job, egal wo man arbeitet. Ich denke, dass gerade im Bereich Maschinenbau, in der Software, dieser Bereich wird immer wichtiger. Wenn es einen Job gibt, der zukunftsorientiert ist, dann ist es mein Job und das macht mir einfach Spaß.